Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zu Stefan Raab, the GOAT of Late Night Show in Germany, meine Freunde. Ihr wisst selber, ich bin ein Riesenfan von Stefan Raab, finde, er wird schmerzlich vermisst in der deutschen Fernsehlandschaft, hat es aber sehr, sehr smart gemacht, hat aufgehört, wenn es am schönsten ist und hat aufgehört, bevor er nur noch zu einem Schatten seiner selbst wurde. Ein Mann, den ich dafür sehr respektiere, dass er es immer geschafft hat, sein Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Er hatte irgendwie nie Skandale um Frau oder Kinder und Kinder von mit anderen Frauen oder sowas. Ne? Das hat er nie gehabt, Digga. Ein echtes Unikat, der damals angefangen hat mit Viva Sion, hieß das, glaube ich, ne? Dieses Format damals auf Viva. Da hat er noch so lange, komische, ekelhafte Haare gehabt. Diesen normaleren Look, den er dann später bei TV Total hatte, hat er auf jeden Fall anfangs noch nicht gehabt. Da hat er so eine komische Hornbrille aufgehabt und alles. Und hat aber damals auch schon auf jeden Fall den ein oder anderen schnippigen Spruch gebracht. Unter anderem auch in Richtung des Rappers Moses P. und seiner damaligen Künstlerin Sabrina Setlur. Und der gute Ben Bugatti, ein sehr empfehlenswerter YouTuber, der sich normalerweise, glaube ich, eher so mit Ami-Rap beschäftigt, hat jetzt ein Video rausgescheppert, wie Moses P. die Nase von Stefan Raab brach. Das ist eine sehr, sehr kuriose Geschichte. Und ich hoffe, der ein oder andere von euch kennt die Geschichte noch nicht. Und wir gucken mal, was der Ben hier so verzapft hat. Let's go. Ja, wir distanzieren uns natürlich auch hier von allem, ne? Von allem, was nicht politisch korrekt ist. Yeah, was geht, Freunde? Mittlerweile berichte ich seit 3 Jahren über die amerikanische Hip-Hop-Szene. Und in letzter Zeit wurde ich immer öfters gefragt, ob ich nicht auch näher auf die Deutschrap-Branche eingehen kann. Da ich nie ein großer Deutschrap-Hörer war, dachte ich mir, was soll ich schon über Deutschland berichten? Doch mit der Zeit bin ich auf die ersten deutschen Themen wie beispielsweise den Hamburger Kiez oder die Bandenkriminalität in Berlin eingegangen und habe dabei bemerkt, dass auch wir in Deutschland bemerkenswerte Geschichten haben. Also habe ich mich ein wenig mehr mit der deutschen Hip-Hop-Szene auseinandergesetzt, um zu checken, ob sich die Irie auch nochmal eine Geschichte für sich, Digga, muss man ganz ehrlich sagen. Sich ein paar Deutschrap-Dokus lohnen. Und ich muss gestehen, es gibt eine Menge Themen, über die noch nie richtig berichtet wurden. Deswegen werde ich ab jetzt, neben meinen ganzen Ami-Dokus, auch ein wenig mehr auf die Deutschrap-Szene eingehen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Dieses Format beginnen wir mit der ersten negativen Schlagzeile, die mir sofort in den Sinn kommt, wenn ich an die deutsche Hip-Hop-Szene denke. Denn im Jahre 1997 hat Moses... Das war noch vor dem Festival-Clash zwischen Sido und Azad. Das war so das erste Mal, dass auch wirklich Handgreiflichkeiten geschehen sind zwischen einem Deutschrapper und einem Kontrahenten. Moses Pelham, somit der realste Rapper Deutschlands. Pelham Stefan Raab eine Kopfnuss verpasst und ihn dabei die Nase gebrochen. Bis heute wird hin und wieder mal über das Thema gesprochen. Was ich nicht weiß, ist, wie viel Schmerzensgeld da geflossen ist. Vielleicht hat das Ben Bugatti in Erfahrung gebracht, aber es muss wohl sehr viel gewesen sein. Ja? Weil Raab natürlich, das ist so, Digga, ja, da lässt sich das dann natürlich auch nicht gefallen, diese öffentliche Demütigung. Und der wird natürlich zur Kasse gebeten. Doch ich habe mich immer gefragt, wie es so weit kommen konnte und welche Konsequenzen daraus folgten. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt genauer an. War auch so mit so der erste Rapper, der auch wirklich auch mal härtere Texte hatte. Moses P. damals, ne? Wenn man an den Namen Stefan Raab denkt, kommt ein gleich dieser... Bruder, ist das nicht ein einziges Feelgood-Bild hier, Chat? Eins in den Chat, Alter. Ja, wenn ihr das findet, Alter. Guckt euch das mal an, Alter. Das ist doch einfach Feelgood. Das ist einfach schön, Mann. Das ist einfach Ehre hier, ja? Mann, ey. Ja, ich vermisse es wirklich, ja? Dieser freche Typ, Junge. Dieser freche Typ, Alter. Der absolute Kingman, ja. Sendung TV Total und viele erfolgreiche Shows in den Sinn. Doch bevor Stefan Raab zu einem... Genau, hier hat er noch so seine komischen, schmierigen Haare gehabt, ne? Was war denn so das erste Ding, wo Raab dann auch außerhalb von Vivasion Action gemacht hat? War das so... Er hat ja dann auch angefangen, Songs zu machen. Ich glaube so mit Hier kommt die Maus, war so Birdie Vogts, ne? Birdie Phones. Was ist denn älter? Das Birdie-Lied oder Hier kommt die Maus? Ja, Sexy Eyes war ja Bürger Lars Dietrich, Bruder, ne? Banane. So ein beklopptes Lied, ja.
Maschendrahtzaun war weit später, Bruder. Wir reden ja nicht hier von TV Total, wir reden von den Viva-Zeiten. Birdie ist von 94. Wahnsinn, Bruder. Ja. Hier kommt die Maus, war sein erster Song. Okay, krass. Crazy, Alter. Ja, so Sachen wie Maschendrahtzaun, Wada Hade Dude da. Und auch hier, hol mir mal eine Flasche Bier. Da hat er doch, der hat damals den Song live im Stream, sag ich schon, live in der Sendung hat er den komponiert, ne? Da hat er so diese Samples rausgeschnitten. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Dankeschön, ja, dankeschön. Der hat auch so seriöse Künstler rausgebracht, ja, so wie Lena Meyer-Landrut. Das wissen heutzutage vielleicht auch nicht mehr so viele. Aber Lena hat damals in einer Talentshow von ihm gewonnen und hat dann diesen Satellite-Song rausgebracht, ne? Dann den Eurovision Song Contest, natürlich auch krass mit beeinflusst mit Gildo Horn, genau. Max Mutzke ist auch ein Talent von ihm gewesen. Unser Star für Oslo war das, richtig, genau. Er hat ein Kanzlerduell geführt, richtig, ein sehr, sehr gutes Kanzlerduell. Das ist also wirklich, er ist auch ein Journalist, wirklich mit einem Händchen dafür, auch kritische Fragen zu stellen. Der war immer so dieser blöde Bade, oberflächlich gesehen, aber wenn man ein bisschen tiefer reingegangen ist in die Materie, hat man gemerkt, der Typ hat was drauf, Alter. Medienmogul wurde, begann er seine Karriere im Jahre 1990 als Produzent von Werbejingles und erstellte Jingles und Werbespots für die ARD und Talkshows wie beispielsweise Bärbel Schäfer. So versucht. Ach was, ja? Damit hat er angefangen. Also hat schon immer so auch diese Musik fürs Fernsehen produziert, okay. Der auch im Jahre 1993 einen Werbejingle für den frisch gegründeten Fernsehsender namens Viva zu komponieren und kam dadurch in den Kontakt mit den Sendern. Da Raab ein sehr lebensfroher Mensch war, lud der Sender ihn zu einem Casting ein. Die Haare, Digga, ja. Wodurch Raab seine erste Show namens Viva Vision bekam. In dieser Sendung, die Vivasion, nicht Viva Vision, ne? Vivasion hieß die, glaube ich. Die mit viel Humor unterlegt war, wurden sehr. Alter, da war da auch Dieter Bohlen dann ab und zu mal im Start, ne? Hatte der nicht Beef mit Dieter Bohlen auch ganz am Anfang? Der war dann auch mal mit dem in der Sendung. Und er ist auch so der Erfinder von solchen Jokes, ja, wie, keine Ahnung, da war Dieter Bohlen mal zu Gast und dann steigt er da so aus und dann stehen da so ein paar Mädels. Dieter, Dieter, Dieter. Mit Schildern und alles. Dieter geht so vorbei, lässt sich feiern und Raab gibt den allen so 5 Mark damals noch so. Das sind Jokes, ja, die heutzutage natürlich schon 1000 Mal verwendet wurden, aber der ist so der Gottvater von diesen Jokes, Digga. Ja. Sehr viele deutsche Stars eingeladen, die Raab meistens mit sehr viel. Stimmt, Heino und alles, ja, Wahnsinn. Schwarzen seine bescheuerten Ukulele hier, der Raab, Alter. Humor verarschte. Im Grunde war diese Sendung der Vorreiter für TV Total. Safe. 1993 war auch das Jahr, in dem das Rödelheim-Hartreim-Projekt von Moses Pelham gegründet wurde, der schon im Jahre 1989 sein erstes Soloalbum veröffentlichte. 89 hat er sein erstes Soloalbum veröffentlicht, ja, das wusste ich nicht, dass es so alt schon ist. Krass, Mann, Alter. Neighborhood Max, danke für den Tion. Im Jahre 1994 wurde dann das Debütalbum namens Direkt aus Rödelheim veröffentlicht, das zu einem riesigen Erfolg wurde und Moses Pelham die Türen zum Mainstream öffnete. Dadurch wurde er zu vielen Shows eingeladen, wo er letztendlich ja auch Stefan Raab kennenlernte. Moses und ich, wir haben das gleiche Problem. Wir können beide keine Schleife. Wenig später wurde Moses sogar zu Raabs Show eingeladen. Doch er wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Raab alle seine Gäste auf Übelste verarschte. Während der Sendung Dirk Bacher, da krass, ja. Mann. Wurde Raab dann immer respektloser, sodass Moses sich schon vor Ort zusammenreißen musste. Sag mal was, du reimst hier ohne Ende und hier kriegst nichts raus? Was soll das? Da Moses Pelham jedoch wusste, dass seine Karriere zu Ende ist, wenn er aggressiv reagiert, ließ er Raab seine Späße durchgehen und blieb die ganze Zeit über professionell. Doch einige Zeit später erzählte er, dass er Raab wegen seiner respektlosen Art nicht abkann und ihm gerne eine reingehauen hätte. Als Stefan Raab dann... Das war nicht direkt bei der Show, so wie ich mich erinnere, sondern es ging dann um Sabrina Setlur, ne? Da hat er irgendeinen Song oder so gemacht, ne? Keine Ahnung, wie... Schwester, na 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 na. Ich kenne die Lyrics leider nicht mehr, aber auf jeden Fall hat er sich da über Schwester S, ja, war das ja da damals, ne? Sabrina Setlur hat ja unter dem Pseudonym Schwester S dann halt auch agiert in der Musikszene und die hat er dann auch so ein bisschen verarscht und das ging dann Moses P. zu weit und da hat er dann, Raab sich gegriffen. Dann von diesem Interview Wind bekam, fing er fast in jeder Sendung an, Moses zu verarschen. Kennst du eigentlich die Serie, dieses Film? War das ein Film oder was?
Bürger Lars Dietrich hier, Legende. Das ist eine Serie, die Coneheads? Nee. Guck mal, ich habe hier noch ein Poster von dem Film gefunden. Das ist ein Wichser, ja. Da spielt wieder keiner. Er machte sogar ein Gewinnspiel, bei denen die Zuschauer lustige Bilder mit dem Kopf von Moses Pelham zu Stefan Raab in die Sendung der wird's auch wissen hier, ja, senden konnten, die dann von Raab vorgestellt wurden. Wir sammeln ja jetzt Moses P. Köpfe, Moses P. Glatzen mit Fliegenschiss drauf, wer den schönsten bastelt, gewinnt die komplette CD-Kollektion. Solche Aktionen zog er monatelang durch, während Moses ruhig blieb. Monatelang, ja, das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, dass er hier... Ja, da schon auch sich dachte, okay, das ziehe ich jetzt Open-End durch, ne? Es gab ja auch einige Leute auf Twitch, die dieses Jahr auch Open-End versucht haben, Leute zu mobben. Ja, das ist halt, ne? Geht halt irgendwann so weit, wie es geht. Und dann kommt da irgendwann mal, vielleicht auch mal die Abrissbirne ins Gesicht und dann wundert man sich. Und dann ist man wachgerüttelt und denkt sich so, hoffentlich denkt man sich dann, okay, vielleicht wechsle ich mal meinen Kurs. Bis eines Tages die Mutter von Moses ihn darauf ansprach. Ab da an war das Maß voll für Moses. Und da die beiden öffentliche Personen und viel unterwegs waren, dauerte es nicht lange, bis die beiden aufeinander trafen. In der Nacht vom 6. auf den 7. März 1997. Bruder, wer ist das hier? Chat, jetzt will ich mal sehen, wer von euch richtig alt ist. Man erkennt es kaum eigentlich. The Face TV, wir wissen ja, dass du mittlerweile stark auf die 50 zugehst. Deswegen wundert mich das gar nicht. Es ist natürlich Andreas Elsholz. Lebende Legende. Was hat er nochmal für Songs gemacht? Andreas Elsholz, Alter. Er hat auch mal gerappt, ne? Alle aus gute Zeiten, schlechte Zeiten haben ja mal gerappt hier. Oli P., Andreas Elsholz und Wieserleisen. Ich bin immer noch verrückt nach dir. Ich bin immer noch verrückt nach dir. Digga. Der Star aus gute Zeiten, schlechte Zeiten. Läuft gute Zeiten, schlechte Zeiten eigentlich noch bei euch? Und wenn ja, ist Joe Gerner immer noch mit dabei? Der war doch so der letzte Godfather, so, ne? Der letzte OG. Verführt. Alter, halt deine Fresse, Alter, ja. Das ist wirklich so schmierig. Das ist ja gar keine Musik, die der macht. Der spricht hier einfach nur, ja. Der hat sozusagen Perserkers Flow erfunden. Den WhatsApp-Sprachnachrichten-Flow. Es war nur ein Spiel und wir haben verloren. Ging um 4 zu 4. Der Engtanz-Mix gibt's davon auch noch, ja. Für ganz Verliebte hier. War dann die Echo-Verleihung, bei der Stefan Raab den Echo für... Ja, Falcos Genie in Scheiße, das kommt hin, ne? Für den Produzenten des Jahres 97 war dann die Echo-Verleihung, bei der Stefan Raab den Echo für den Produzenten des Jahres gewann. Auch Moses Pelham war anwesend und nahm sich vor, Raab endlich zur Rede zu stellen. Nach der Verleihung trafen die beiden dann aufeinander. Und was dann geschah, ist nicht genau klar. Laut der gerichtlichen Aussage von Stefan Raab schlug Moses wie aus dem Nichts, ohne Vorankündigung oder Drohung zu. Diese Aussage wurde auch von Zeugen vor Gericht bestätigt. Laut der Aussage von Moses Pelham wiederum sei er zunächst nur zu Raab gegangen und habe ihn schlagfertig darauf aufgerufen. Im Vergleich zu Dieter mit DSDS hat Raab wirklich erfolgreiche Künstler rausgebracht, die immer noch da sind. Easy, danke für das Dollar. Ja, safe. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass auch Dieter Bohlen natürlich außerhalb von DSDS auch viel gescoutet hat. Ne? Ich glaube, dass so Leute auch wie Beatrice Egli heute auch immer noch am Start sind. Von DSDS, aber du hast natürlich recht, gerade glaube ich auch von den neueren Folgen sind die Leute einfach nur verheizt worden, ja. Das ist aber genau das gleiche wie in Amerika. Also es gibt hier so Sachen wie The Voice gibt es natürlich auch. Das läuft hier mittlerweile zweimal pro Jahr, The Voice, ja. Yvonne Katterfeld, Pietro Lombardi, richtig, genau, zum Beispiel. Mark Matlock hat sich auch mehrere Jahre gehalten, muss man ganz ehrlich sagen. Der ist jetzt glaube ich auch weg vom Fenster. Aber hat sich mehrere Jahre gehalten. Ich glaube, das war so, umso später dann die Staffeln wurden, desto weniger Leute gab es, die dann auch wirklich langfristig eine Karriere starten konnten. Alexander Klavs hat umgeschwungen, ich weiß nicht, wo er jetzt gerade ist, aber der ist dann irgendwann vom normalen Popmusiker zum Theaterschauspieler gewechselt. Und hat dann, glaube ich, bei Tarzan, bei dem Musical, die Hauptrolle gespielt, was natürlich geisteskrank stark ist, ja. Muss man ganz ehrlich sagen, Alter. Das ist ein mega Achievement, da hineingecastet zu werden. Adrian Boyupi hat dort auch seine Karriere gestartet, richtig. Also sind schon, merkst du ja, ne? Wie du merkst, eine Menge Leute, die dann doch irgendwo sich behaupten konnten. Aufmerksam gemacht, dass einige seiner satirisch gemeinten Späße ihm gar nicht behagen. Doch Raab soll daraufhin sehr beleidigend und frech geworden sein. Vor Gericht gab Moses Pelham bekannt, dass Raab während des Gespräches zu ihm sagte, als, ich sage mal, Endpunkt, mit dem Namen bist du es doch gewohnt, verfolgt zu werden. Also wenn das wirklich so stimmt, ja gut, da
Da braucht man sich wundern, wenn man da von einem aggressiven Rüpel-Rapper sich eine fängt. Also wenn das so stimmt. Ne? Raab sagt ja, es ist nicht so. Das ist hier Word gegen Word. Ne? Interessant auf jeden Fall. Das habe ich so noch nicht gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auf jeden Fall auch ein bisschen was Neues hier für mich hier, das Ben-Video. Sehr, sehr gut gemacht. Diese Anschuldigung wies Raab natürlich von sich. Cosimo hat seine Karriere auch bei DSDS gestartet. Ja, aber sind wir ganz ehrlich. Seine Zeit mit Bushido hat ihm natürlich viel, viel mehr gebracht, ne? Nicht nur einen ausgeschlagenen Schneidezahn, sondern auch Häme und Spott der Deutschrap-Szene. Nice. Und drohte vor Gericht, dass er Moses nochmal verklagen werde, sollte er diese Anschuldigung weiter behaupten. Doch ob es davor eine Diskussion gab oder nicht. Fakt ist, dass der damals 119 Kilo schwere Moses Pelham Stefan Raab eine Kopfnuss verpasste und dabei sein Nasenbein zertrümmerte. Habt ihr schon mal eine Kopfnuss bekommen auf die Nase? Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Überhaupt sowieso. Danke, Gates. Wenn du eine auf die Nase bekommst, Digga, ja, so dir schießen so Tränen in die Augen. Also du weinst nicht, ja. Du weinst nicht, aber es ist einfach unkontrolliert, läuft dir Wasser aus deinen Tränendrüsen, ne? Das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation, Digga. Also sehr, sehr unangenehmes Feeling, ne? Überhaupt, also irgendwas auf die Nase zu bekommen. Deswegen, also, ey, ist so krass, ja, wenn du so immer UFC so schaust, was die da teilweise für Jabs einstecken die ganze Zeit, Alter. Das ist Weinen, ne? Weinen ist ja in dem Sinne, wenn du so richtig heulst, so. Aber du kannst es halt nicht kontrollieren, ne? Augenschwitzen, richtig. Perfect Dark, danke für den T1, was geht ab? Stefan Raab wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wo dann bekannt wurde, dass sein Nasenbein gebrochen war. Deshalb konnte Raab wochenlang nicht arbeiten und verklagte Moses. Das ist natürlich Aufwandsentschädigung, ne? Solche Sachen. Weiß gar nicht, ob der dann auch in seiner Sendung irgendwann mal mit Nasenbeinhalter aufgetreten ist. Das weiß er nicht mehr. Sodass sie am 28. August 1998 vor dem Landesgericht Hamburg standen. Dort wurde Moses dann dazu verdonnert, 10.000 Mark Schmerzensgeld an Stefan Raab zu zahlen, die Raab dann einer musiktherapeutischen Einrichtung spenden wollte. Krass, okay, also doch nicht so viel gewesen eigentlich, ne? 10.000 Mark an Raab und der hat dann sogar gesagt, die will ich nicht behalten, sondern die spende ich. Das ist aber ehrenhaft, Digga, ne? Das ist sehr, sehr ehrenhaft. Außerdem musste er 40.000 D-Mark Bußgeld zahlen, die ebenfalls für Jetzt läppert sich's langsam, ja. Gemeinnützige Zwecke verwendet werden sollten. Direkt nach der Verhandlung wurde Moses. Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass 10.000 Mark damals natürlich viel, viel mehr wert war als heute. Aber ich denke mal, das sollte auch jedem hier klar sein, dass es so etwas wie Inflation gibt. Moses dann von Sat1 interviewt und war alles andere als reumütig. Denn er setzte vor laufender Kamera eine, wie die Presse es nannte, Prügelprämie aus für jeden, der Stefan Raab eine gibt. Natürlich aber auch geile Promo, natürlich, ja, für einen Rüpel-Rapper solche Aussagen zu droppen im Free-TV. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch die Sales der Musik geboostet hat hier, ne? Leider konnte ich diese Videoaufnahmen nicht finden, aber ich denke, dass diese Aussage nur als Scherz gedacht war. Ein Scherz mit sehr harten Konsequenzen. Denn nur drei Tage nach der Gerichtsverhandlung, also am 31. August, wurde Moses sein zweites Album namens Geteiltes Leid 1 offiziell veröffentlicht, das aufgrund des Aufrufs gegen Raab von der Medienwelt boykottiert wurde. Oh crap, wow, alright. Zunächst gab der Chef von 1 Live bekannt. Also komplett andersrum. Ich hätte ja sehr gedacht, das hat seine Sales geboostet, ne? Aber gut, das war damals natürlich auch ein absolutes Novum, dass einer solche Ansagen macht hier. Dass sie Moses Pelham keine Plattform mehr bieten werden, solange diese Drohungen im Raum stehen. Am 4. September gab dann auch... Ja, stellt euch mal vor, so Leute, die auch dieses Jahr sich mit so etwas gebrüstet haben oder durch so etwas aufgefallen sind, würden auch mal von diversen Gatekeepern keine Plattform mehr bekommen. Wäre eigentlich auch mal interessant, ne? Wie kleinlaut die dann wären. Auch Viva bekannt, dass sie keine Musikvideos oder Werbespots von Moses... Aber ist cool von Viva, muss man ganz ehrlich sagen, ja? Er haut ihrem VJ eine rein und die sagen, ja, dann verpiss dich mit deiner Mucke, Alter. Ja, wir stehen zusammen, wir feiern zusammen. Viva Bubble for Life. Und da passt das, weißt du? Moses mehr spielen werden. Sogar das Landesgericht Köln reagierte und untersagte Moses mit einer einstweiligen Verfügung, den Aufruf gegen Stefan Raab zu wiederholen. Eine Woche nach dem Aufruf gegen Raab schrieben sogar rund 30 Fernsehmoderatoren und Popstars einen offenen Brief an Sony, die Plattenfirma von Moses. Und wow,
forderten das Label auf, sich von Moses Pelham zu distanzieren und gegen ihn eine Sanktion zu verhängen. Doch das Label gab am 9. September 1998 bekannt, dass sie weiterhin mit Moses zusammenarbeiten werden und haben sich dadurch wahrscheinlich erhofft, dass diese ganzen negativen Schlagzeilen gute Promotion wären. Das hätte ich jetzt so gedacht, weißt du, ihr merkt, ich bin potenzieller Labelchef, ist einfach so. Doch leider sorgte... Vielleicht mache ich nächstes Jahr mal mein Label auf hier, ne, wird Zeit. ...der Boykott dafür, dass das Album sich viel weniger verkaufte als erwartet. Ein Jahr nach diesem Vorfall erzählte Moses in einem Interview, dass die Stefan Raab-Geschichte der Platte das Genick gebrochen habe und er sehr enttäuscht über die Resonanz war. Doch am Ende müssten beide heute darüber lachen können, denn Stefan Raab bekam ein Jahr nach der Kopfnuss seine legendäre Sendung auf Pro7 namens TV Total und wurde... Das war so krass damals, wie gesagt, ich war schon auf Viva großer Fan von ihm und als er dann gesagt hat, ja, ich wechsle zu Pro7, ich habe da eine Show im Abendprogramm, dachte ich mir, boah, was ein Move, Alter, ja. Und für alle, die sich nicht daran erinnern, zur Anfangszeit war das so, das lief erst wöchentlich. Also ich glaube, jeden Montag war das. Als TV Total angefangen hat, kam das jeden Montag nur, 22.15 oder sowas. Und dann irgendwann hat er gesagt, okay, wir machen von Montag bis Donnerstag. Das hat, glaube ich, so ein halbes Jahr oder ein Jahr gedauert oder so. Wurde dadurch zu einem Medium. Gottlos spät immer, ja. Ich finde das ganz schlimm, wenn irgendetwas, was ich gerne schaue, immer spät anfängt und ich am nächsten Tag früh raus muss. Das könnte ich kotzen, ja. Feier ich gar nicht sowas. Mogul. Während Moses Pelham durch seine Musik und sein Label auf den Künstler wie beispielsweise Xavier, Schwester S oder Glashaus gesigned waren, knapp 10 Millionen Platten verkaufen konnte, wodurch auch er eine Legende in der Musikbranche. Ja, Moses Pelham auf jeden Fall, glaube auch als Labelchef erfolgreicher als Rapper selber, aber crazy. Wurde. Meines Wissens war die Kopfnuss von Moses das erste Mal, dass ein Deutschrapper handgreiflich wurde. In der Öffentlichkeit, an einer anderen Person der Öffentlichkeit auf jeden Fall, ja. Da war dies nicht das letzte Mal. Wenn ihr Bock habt, dass ich auch in Zukunft öfters auf solche Themen eingehe, dann haut die Kommentarspalte voll und hinterlasst ein Like für den Algo. Checkt auch gerne meine anderen deutschen Dokus ab. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Video. Gerne. Yo, nice. Sehr, sehr schönes Ding. Interessanter Vorfall, ne? Und wenn man überlegt, wie lange das schon her ist, es ist wirklich etwas... Was natürlich irgendwo schon eine gewisse Unikatsstellung hat, dadurch, dass es halt so der erste Fall war, der dann so prominent in der Öffentlichkeit auch war, dass ein Rüpel-Rapper mal jemanden eine Watschen gegeben hat oder sowas, ja.